Fang an, Junge! Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, heute gibt's den Match Talk Nummer 8 zu unserem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Unser 3. Auswärtsspiel in dieser Saison. Der FC steht mit 6 Punkten nach 4 Spielen noch ungeschlagen da. Und wir treffen auf einen Gegner, wo meiner Meinung nach schon was zu holen wäre. Trotz allem gibt es natürlich auch einige starke und positive Dinge, die man über den VfL Wolfsburg und dessen Kader berichten kann. Und das werden wir jetzt tun. Und nehmen den VfL unter die Lupe und ich habe die ein oder andere Sache wie immer rausgeschrieben. Ja, der VfL Wolfsburg geht in seine 26. Saison am Stück in der Fußball-Bundesliga. Man hat mit 217 Millionen Euro den 6. teuersten Kader in der Bundesliga und hat dann 2 Spieler mit 20 Millionen Marktwert. Das sind so die wertvollsten mit Riedle, Baku und Lacroix. Nach einer enttäuschenden letzten Saison, wo der VfL 12. wurde, strebt man halt diese Saison wieder die Teilnahme am internationalen Geschäft an. Man wurde ja im Vorjahr, also 2021, wurde man 4. und durfte noch in der Champions League ran. Und in dieser Saison muss man dennoch sagen, Ansprüche und Wirklichkeit liegen weit auseinander, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Man kam im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena mit einem 1-0-Sieg in letzter Minute noch gerade so weiter, was im Pokal auch zählt. Da muss man noch keinen Schönheitspreis gewinnen, Hauptsache weiterkommen. Und in der Liga läuft es dennoch sehr schleppend, muss man sagen. Man spielte im ersten Spiel zu Hause gegen Werder Bremen 2-2 unentschieden. Danach spielte man in München, wo man 2-0 verlor, aber gar nicht so ein schlechtes Spiel machte, wie ich fand. Dann spielte man zu Hause gegen Schalke 0-0, wo man ein bisschen Glück hatte, wo Schalke einen Elfer verschoss, beziehungsweise den zweiten dann auch noch verschoss. Und ja, dann spielte man in Leipzig, da verlor man dann auch mit 0-2, genauso wie in München. Ja, heißt, man konnte in 2 Heimspielen gegen 2 Aufsteiger keinen Sieg holen und auswärts hatte man natürlich mit Bayern und RB 2 sehr schwere Aufgaben, da verlor man dann halt eben 2-mal. Man ist in jedem Fall jetzt im Heimspiel gegen den FC sehr unter Zugzwang, denn die nächsten beiden Spiele in der Bundesliga sind beide auswärts und heißen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Ja, keine einfachen Aufgaben für Wolfsburg in jedem Fall und ja, für den Anspruch, nämlich international zu kommen, hat man sich im Sommer einen neuen Trainer geholt. Ja, und es ist Niko Kovac. Niko Kovac, neuer Trainer seit dem Sommer beim VfL Wolfsburg, hat ja eine sehr lange Vita, der 50-jährige Kroate in der Bundesliga, sowohl als Spieler damals, aber auch als Trainer. Wobei man sagen muss, so richtig krass überzeugend als Trainer in Deutschland war er halt nur bei Eintracht Frankfurt. Da konnte er 2018 den DFB-Pokal gewinnen. Ich denke, da können die allermeisten von euch sich noch dran erinnern, wie man im Finale gegen Bayern München gewann. Ja, und zudem trainierte er halt zuletzt die AS Monaco in Frankreich, trainierte auch zwischenzeitlich Bayern München, wie ihr wahrscheinlich wisst, und die kroatische Nationalmannschaft. Ja, sein favorisiertes Spielsystem, sage ich jetzt mal, ist im Normalfall das 4-4-2 mit Doppel-6, also relativ klassisches System. Mein System in FIFA, by the way. Ja, und man hat schon in diesem Sommer Wolfsburg-like wieder sehr viel Geld ausgegeben. Man gab 35,25 Millionen Euro, was eine satte Summe ist, aus für Neuzugänge und nahm dann gegenüber 22,15 Millionen Euro ein. Ja, es ist relativ zu sehen, dass man vor allem seit Niko Kovac jetzt da ist, vermehrt auf junge Spieler beim VfL setzt, denn alle Spieler, die man verpflichtet hat, sind maximal 23 Jahre alt, ansonsten halt jünger.
Da sticht halt heraus mit Jakob Kaminski, der von Lech Posen kam, für 10 Millionen Ablöse. Und Matthias Schwanberg, der aus Italien vom FC Bologna kam, für 9 Millionen Euro. Das waren jetzt so die teuersten Deals. Ansonsten würde ich noch Patrick Wimmer hervorheben, der 5 Millionen Euro gekostet hat, von Arminia Bielefeld kam und da echt schon sehr auf sich aufmerksam gemacht hat und echt einen guten Job bei der Arminia gemacht hat und da schon so der auffälligste und beste Spieler in der abgelaufenen Saison eben bei Bielefeld war. Und der prominenteste Abgang ist Xaver Schlager, der für 12 Millionen zu RB Leipzig wechselte, wo ich dann so das Gefühl hatte, das wird der Vorgriff auf Laimer, der dann zu Bayern wechselt, was jetzt nicht passiert ist. Ich nehme das Video nach der abgelaufenen Deadline auf. Ja, dennoch ein guter Sechser, der auch auf der 8 spielen kann und glaube ich ein guter Transfer dann für RB ist, aber auch ein harter Abgang eben für unseren Gegner, nämlich für den VfL Wolfsburg. Abschließend kann man zum VfL sagen, voraussichtlich ausfallen werden Yannick Gerhardt, Patrick Wimmer und Jonas Wind. Zudem ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, mit, ja, ich nenne es mal nett unserem nicht mehr so gemochten ehemaligen Sportdirektor Jörg Schmadtke und unserem Retter damals gegen Schalke, der uns in die Relegation noch geköpft hat, Sebastian Bonneau. Und ja, ein Gegner, der, wie er wahrscheinlich in den ganzen News jetzt rausgehört hat, viel, viel Erwartung hat, viel Potenzial hat, viel Geld ausgegeben hat, aber dem Ganzen irgendwo ein bisschen ähnlich wie letzte Saison noch hinterherläuft. Ja, zum FC gibt es natürlich auch einiges zu erzählen. Wir haben leider viele Ausfälle, wie ihr mitbekommen habt. Es werden Benno Schmitz, Jeff Chabot, Matthias Olesen, Sebastian Andersson und Marc Uth definitiv ausfallen. Der Lichtblick ist, Erik Martell konnte schon wieder mittrainieren nach seinem Mittelhandbruch, war es, glaube ich. Der ja, wird voraussichtlich dann eben dabei sein. Gehen wir einfach jetzt mal positiv von aus. In der PK vor dem Wolfsburg-Spiel kam Baumgart ins Schmunzeln und sagte, dass er sich nicht so wirklich dazu äußern wollen würde, ob noch jemand kommt. Man würde angeblich was vorbereiten. Dem Ganzen ist jetzt nicht so. Wie gesagt, ich nehme das Video nach der Deadline auf. Es ist niemand mehr gekommen. Das heißt, ab dem jetzigen Zeitpunkt könnte der FC höchstens noch einen vereinslosen Spieler unter Vertrag nehmen. Ich glaube, man hat aber für sich irgendwo intern entschieden, dass man sich jetzt einen anderen Innenverteidiger ranholt, denn Riyad Mahrez steht kurz vor Unterschrift seines ersten Profivertrags. Der soll bis mindestens 2025 laufen. Damit würde ich jetzt einfach mal vermuten, würde er dann der neue Innenverteidiger Nummer 3/4 dann sein. Denn Chabot ist ja noch verletzt. Mit Christian Pedersen haben wir jemanden, der da noch spielen kann vom Ding her. Deswegen, ja, wird er dann wohl der Ersatz vom Ersatz sein, wenn man das so sagen kann. Und es ist zwar ein schönes Zeichen, freut mich auch für den Jungen, ob er das dann schon so spielen kann in dem jungen Alter, werden wir dann letztendlich sehen. Es fahren 2500 Fans mit nach Wolfsburg, die unseren FC dort unterstützen. Es gab auch bis vor, glaube ich, 4, 5 Tagen immer noch Karten. Und ich meine, es gibt sogar auch noch Karten. Und ja, ich wünsche jedem, der da vor Ort sein wird, auf jeden Fall viel Spaß. Pusht die Mannschaft, feuert sie an. Ich bin auf dem Festival. Ich kann das Spiel leider nicht gucken. Ich werde dann ab und zu mal am Handy verfolgen, wie es steht. Und mir das Spiel dann nochmal angucken, wenn ich wieder zu Hause bin. Mein Tipp in jedem Fall ist 2-1 für Köln. Ich glaube, dass wir gewinnen, weil ich irgendwie ein gutes Gefühl habe, weil ich die Mannschaft nicht so schlecht sehe, wie sie von einigen kritisiert wurde nach dem Stuttgart-Spiel und weil ich Wolfsburg auch nicht so stark sehe, wie ihr Potenzial im Normalfall sein sollte mit dem Spielermaterial und mit dem Trainer, den der VfL zur Verfügung hat. Deshalb glaube ich an unseren FC. Ich glaube, dass wir gewinnen können. Und man muss auch sagen, es wäre auch immens wichtig, ein Zeichen, denn
wir konnten jetzt mal die Woche regenerieren, weil halt kein Spiel unter der Woche war. Das werden wir dann in den nächsten Wochen nicht haben. Wie Taubi in seinem Video auch schon gesagt hat, es wird Spiel auf Spiel gehen im September und da sollte man jetzt noch punkten. Und das ist auch gerade etwas für beispielsweise andere Vereine wie Union und Freiburg das Gute, dass man jetzt schon ordentlich gepunktet hat, denn die anstrengenden Wochen stehen nun mal halt eben bevor. Ja, zur Reaction kann ich sagen, die wird dann ausnahmsweise, ich habe die letzten Wochen und in dieser Saison, was ja immer sehr gut bei euch ankam, die Videos immer so schnell es geht nach dem Spiel hochgeladen. Das wird wie gesagt nicht möglich sein, da ich auf dem Festival bin. Ich werde dann die Reaction am Sonntag um 12 Uhr hochladen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also ich werde mir abends, wenn ich nach Hause komme, nochmal Highlights oder maybe sogar das ganze Spiel nochmal anschauen und werde dann die Reaction aufnehmen und dann am Sonntag um 12 Uhr hochladen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ja, ich hoffe, dass dieser Match-Talk euch gefallen hat, Freunde. Schreibt mir eure Meinung zum VfL Wolfsburg und dessen Kader unten rein. Auch gerne, was ihr von Niko Kovac haltet, was ihr ihm und dem VfL in dieser Saison zutraut. Schreibt gerne rein, was ihr unserem FC zutraut, wie ihr den Profivertrag für Riyad Smahic seht, was ihr dem Jungen auch zutraut. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao.